Moinsen, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einem wunderschönen und weiteren Informationsvideo zum Farming Simulator 22, dem LS22, welcher dieses Jahr noch, also 2021, im vierten Quartal für die gängigen Plattformen wie PC, PS4, Xbox One, Xbox One XS, PS5, Stadia und Mac released wird. Freunde, es gibt weitere Infos, wenig Text, aber schöne viele Bilder. So viel ist verraten. Es geht in dem heutigen Informationsvideo hier im LS22 um die Jahreszeiten. Man hat ja schon angekündigt, Seasons. Seasons nicht in der Form wie im Modhub, sondern eigener Seasons von Giant selbst entwickelt, wird Teil des LS22. Meine lieben Leute, bevor wir jetzt auf die Bilder eingehen und auf diese kleine Textnachricht, die uns Giants hier zur Verfügung gestellt hat, pünktlich um 14 Uhr, würde ich mich natürlich sehr über einen Däumel nach oben von euch freuen, wenn euch dieses Video gefällt. Wenn es euch nicht gefällt, dürft ihr trotzdem einen Däumel da lassen. Natürlich auch nach oben, ihr wisst, wie es geht, Freunde. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für all die, die diesen Kanal hier so unterstützen. Sehr, sehr geil von euch. Wenn ihr keine Infos mehr zum LS22 verpassen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall mal hier ein Abo raushauen. Es ist für euch kostenfrei. Aktiviert euch das Glöckchen und bleibt immer up to date, was den LS22 und seinen Release angeht. Vielleicht auch irgendwann mal in einem Gameplay. Ich bin mal gespannt. Momentan sind wir noch im LS19 Gameplay. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Erst einmal habe ich hier ein kleines Textfeld für euch. Ich werde das Ganze euch auch noch in der Videobeschreibung verlinken. Und wir haben nämlich einen Post bekommen von Giants. Und zwar gibt es, ich sag ja, es ist nur so ein ganz kleiner Textnachricht, ne? Es geht um den Seasons, also vier Jahreszeiten im LS22. Grundsätzlich gab es schon die ersten Infos dazu. Man hat den Teaser-Trailer gesehen und man hat den einen oder anderen Blog schon gehört. Und natürlich auch weitere Textnachrichten, wo man schon ein bisschen davon ausgehen kann, so und so wird das aussehen, die und die Möglichkeiten haben wir. Viele fragen sich natürlich mittlerweile immer noch, kann man diese Jahreszeiten im Spiel deaktivieren oder muss man immer damit spielen? Diese Info gibt es leider noch nicht. Allerdings dürfen wir uns natürlich auf Frühling, Sommer, Herbst und Winter im LS22 einstellen. Den ersten Hinweis gab es halt bei der Ankündigung. Das hatte ich euch in einem anderen Video schon gezeigt. Das verlinke ich euch auch noch mal im Outro. Sehr, sehr gerne. Euch einfach mal anschauen. Und ja, bevor wir euch brandneue Screenshots präsentieren, die ich euch gleich zeigen darf, ein paar Worte zu den Jahreszeiten und was ihr darüber wissen solltet. Unsere Version der vier Jahreszeiten wird sich von dem unterscheiden, was ihr aus dem Mod oder was ihr aus der Mod für den LS17 und 19 kennt. Ich denke mal, ihr wisst das, Seasons gibt es seit dem LS17, vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, war als Mod verfügbar auf PC und Konsole in verschiedenen Versionen mit verschiedenen Ausbreitungen und vielen, vielen Details, wo man wirklich drauf achten musste. Das ging von verdörrten Gras, was nicht in einer Halle liegt, bis auf andere Wetterverhältnisse, bis hin über Gewitter, Blitz und Donner und vieles, vieles mehr. Dinge werden also anders funktionieren und wir arbeiten an unserer ganz eigenen Version, welche das Spiel verändert. Weil sich die Jahreszeiten genauso wie das Spiel selbst noch in Entwicklung befinden, können wir euch an dieser Stelle keine konkreten Details mitteilen, aber keine Sorge, ihr erfahrt bald mehr. Weitere Infos folgen. Also in naher Zukunft wird es in den nächsten Wochen und Monaten hier weitergehen. Deswegen sage ich euch, ich werde euch hier immer auf dem Laufenden halten, nach bestem Wissen und Gewissen. Und Jahreszeiten wird sich auf jeden Fall unterscheiden. Aber ich glaube, es wird was richtig, richtig Schönes. Ich bin mal gespannt, welche Unterschiede wir da von dem eigentlichen Mod haben werden und wie es sich zum LS17 und LS19 unterscheiden wird. Ich gehe aber mal stark davon aus, dass es auf jeden Fall so ein bisschen das Wetter mit einspielt. Also, dass auch Gewitter und vielleicht sogar Nebel und so geben wird. Und im Herbst natürlich mal ein bisschen mehr Regen oder auch im Frühling noch ein bisschen kalt. Ich denke mal, das wird irgendwie alles so ein bisschen mit integriert. Und dann natürlich die Bewirtschaftung der Tiere und so. Kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Und ich bin auch wirklich selber gespannt, ob man den Seasons deaktivieren kann, sodass man nicht damit spielen muss. Jetzt zeige ich euch mal ein paar Screenshots. Das ist still in development. Das bedeutet, work in progress. Bedeutet, das ist zwar schon in-game, aber immer noch wird es bearbeitet und überarbeitet. Das ist aber jetzt hier, meine lieben Freunde, ein Original-Screenshot vom LS22. Und wenn ich das richtig sehe, von einer neuen Map. Im Hintergrund sieht man schon ganz cool ein kleines Industriegebiet, beziehungsweise die ganzen Hochsilos, die da positioniert sind. Das heißt, da könnte eine Verkaufsstation sein.
Und ansonsten muss ich sagen, das ist ein Farmhaus. Ich bin mal gespannt, ob es ein nutzbares Farmhaus ist, also dass man hier das selbst sich auch platzieren kann, um schlafen zu gehen. Das ist ein Screenshot, das ist jetzt der Frühling. Und jetzt können wir hier einen guten Lauf gehen, weil das ist Frühling. Dann haben wir hier direkt den Winter. Genau, das ist der Winter, Leute. Cool, ne? Grüner Schnee. Nein, das ist natürlich der Sommer, Herbst, Winter. Und das ist schon geil, Leute. Da liegt auch Schnee auf den Dächern. Ich bin mal gespannt, ob der Schnee auch auf den Traktoren und so liegen bleibt. Wenn die Traktore draußen steht und es in dem Moment geschneit hat, ob da wirklich der Schnee auf dem Traktor oder auf der Anbaumaschine liegen bleibt. Da bin ich wirklich mal sehr gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Aber es sieht schon echt vielversprechend aus. Wie gesagt, im Hintergrund, da ist diese große Farm mit den ganzen Silos. Und das ist, wie gesagt, ein Farmhaus. Und das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Vor allem der Übergang hier von Frühling zum Sommer und dann vom Sommer zum Herbst. Also das ist schon echt krass. Man sieht auch oben, ne, die Wetterverhältnisse. Die Sonne steht ein bisschen höher, ein bisschen flacher, je nachdem, zu welcher Jahreszeit wir hier spielen. Auch im Hintergrund natürlich, ne, hat sich alles verändert. Die Schattenverhältnisse zum Beispiel am Briefkasten, seht ihr auch ganz gut. Das heißt, wie die Sonne wandert, so wandern natürlich auch die Schattenverhältnisse. Im Herbst steht sie lieber mal ein bisschen tief und im Winter sieht es halt dann so aus. Und das ist schon verdammt geil. Also da freue ich mich wirklich drauf, was man auch schon ganz gut sieht. Ich denke mal, Moment. Ja, im Sommer sieht man das, glaube ich, ganz gut. Ne, im Herbst. Im Herbst sieht man das am besten. Schaut mal in die Fenster rein. Entschuldigung. Auch hier wieder das verbaute 3D-Modell auf der Alpine-Map. Ich denke mal, Alpine Farming DLC sagt euch alles was. Erlengrad, da gibt es ja ein neues 3D-Modell, was die Häuser angeht, dass man halt in das Fenster reingucken kann und eine 3D-Animation sieht. Das bedeutet, da stehen dann Stühle oder so herum. Man kann das Zimmer betrachten und nicht einfach nur eine weiße Wand sehen. Und das ist hier auch schon wieder eingebaut. Guckt euch mal das Haus wirklich an und schaut da mal ganz genau hin, wie schön man das erkennen kann. Ich zoome einfach mal ran. Ich habe das nämlich jetzt gerade selber entdeckt. Guckt mal. Seht ihr das? Im Erdgeschoss eher weniger, scheint Jalousien vor zu sein oder Raffstoß, so wie man die nennt. Aber hier oben im Obergeschoss, oben rechts das Fenster, da sieht man ein Bücherregal im Hintergrund. Also da scheint auch wieder dieses 3D-Modell verbaut zu sein. Ich denke mal, Giants wird dieses 3D-Modell fest mit reinnehmen. Und im Hintergrund, wie gesagt, dann die großen Silos. Also auf das 3D-Modell freue ich mich. Das ist zwar nur ein Goodie, aber ich finde persönlich ein sehr, sehr schönes Goodie, weil es einfach das Spiel lebensfroher macht. Also da bin ich mir wirklich gespannt. Und jetzt gehen wir einfach mal rüber zum nächsten Screenshot. Denn das ist ein weiteres Farmhaus, meine lieben Freunde. Auch hier aus dem originalen LS22, einer neuen Map. Auch hier zoome ich direkt mal ran, weil auch hier ganz schön zu erkennen, ein perfektes 3D-Modell. Jalousien über dem Fenster, dann sieht man da eine Lampe im linken, rechten der linken zwei Fenster. Die Tür ist verspiegelt und oben das Obergeschoss kann man auch wieder schön rein betrachten. Ich sehe eine rote Wand. Das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Hier im Hintergrund, ne, sind sie am Grillen. Das ist schon sehr, sehr geil. So, jetzt mache ich das wieder originalgrößer, damit ihr euch das nochmal in Ruhe anschauen könnt. Denn das hier, meine lieben Freunde, ist ein weiteres Wohl-Farmhaus, gehe ich mal von aus. Oder ein eventuell platzierbares Objekt oder ein fest verbautes Haus auf der Map, welches man sich einfach nur betrachten kann. Ich bin da wirklich mal gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Es sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Auch hier wieder das gleiche Prozedere. Wir sind jetzt hier im Frühling. Dann haben wir hier den Sommer, da steht die Sonne wieder ganz anders, Herbst und Winter. Auch hier ganz cool zu sehen, wir haben wieder den Schnee auf den Dächern. Was hier halt der Unterschied ist, rechts der Pavillon, da liegt der Schnee nicht drauf. Jetzt weiß ich nicht, ob Giants das noch einbauen wird, aber hier, ich zoome mal direkt wieder ran. Und zwar da, auf dem Pavillon liegt nicht der Schnee, aber was ich ganz cool finde ist, dass der Sonnenstuhl, also die zwei Stühle, ob das jetzt Absicht ist oder nicht, weiß ich nicht, die sind verschwunden. Guckt mal, rechts in der Ecke, da sind zwei Sonnenstühle und da steht nur noch der Pavillon, auch der Grill ist weggeräumt. Ich weiß jetzt nicht, ob das im Spiel so irgendwie animiert wird, also nicht animiert, dass da jemand rauskommt und den Grill wegschiebt, aber ob das vielleicht im Winter so ein bisschen angepasst wird, dass das dann plötzlich verschwindet, ich weiß es nicht. Es sieht aber auf jeden Fall wirklich sehr, sehr geil aus. Wirklich, ich freue mich mega drauf, ich finde das sind wirklich sehr gelungene Screenshots, die Lust auf mehr machen. Jetzt will ich mal kurz was gucken. Was ist denn da im... Ist das eine Brücke? Guckt mal da.
Also da ganz rechts sieht natürlich ein kleiner Rasenmäher, aber da drüber bei dem Baum. Nee, das ist eine Hügellandschaft. Ich wollte gerade sagen, das ist keine Brücke, das ist ein Hügel. Ich denke mal, das wird ein Hügel sein. Also da haben wir vielleicht so etwas hügelische Landschaft auf einer der neuen Maps. Bin mal wirklich gespannt, wie das Ganze sich entwickeln wird. Aber das sieht auch wieder so geil aus. Ey, wirklich. Der absolute Hammer. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, weil ich finde, das sieht sowas von geil aus. So ein eigenentwickeltes Seasons. Oder auch vier Jahreszeiten. Wir gehen mal rüber. Das erinnert so ein bisschen an den Screenshot, den wir schon mal hatten. Ich konnte euch ja schon damals einen Screenshot zum LS22 präsentieren, was die Seasons angeht. Das war mit beim Teaser damit dabei. Und zwar erinnert das ein bisschen hieran. Nur so ein klein bisschen mit der Ecke. Ich weiß nicht, ob das vielleicht dieselbe Map ist, weil da auch so ein rotes Farmhaus steht. Oder eine rote Scheune da hinten auch. Ich bin mal gespannt, ob das vielleicht so ein bisschen das gleiche ist. Aber auch hier wieder sehr schön gemacht. Das ist eine kleine Gegend, ein kleiner Feldweg. Und im Hintergrund sieht man ganz schön eine wunderschöne große rote Scheune, die ja auch bestimmt irgendwie eine Funktion haben wird. Vielleicht kann man da was verkaufen fahren, weil links steht auch ein Silo. Sieht man auch ganz gut. Aber ansonsten, naja, ansonsten sehe ich da nichts Besonderes mehr. Aber es sieht einfach auch sehr geil aus. Auch hier wieder der Frühling. Dann kommt der Sommer, sehr dunkel hier in dieser Gegend, weil natürlich, und das finde ich halt geil, ne? Im Frühling kommt natürlich noch die Sonne durch die Blätter durch. Im Sommer, wenn dann schön alles dicht ist, guck mal, dann ist das viel dunkler. Obwohl es, ne, von der Tagzeit her, ich würde sagen, hier steht die Sonne hier. Und hier kommt sie irgendwo von hinten rüber. Aber dann ist es hier einfach verdammt dunkel. Und im Herbst wird es hier wieder sehr hell. Also, das ist schon geil gemacht, auch mit den Lichtverhältnissen, dass das dann einfach viel heller wirkt. Ich finde das super schön. Und im Winter sieht es dann so aus. Ne? Und das finde ich halt geil. Weil guck mal, im Sommer da hinten das Farmhaus sieht man fast gar nicht. Also links die Ecke beim Silo. Im Herbst auch noch nicht. Im Frühling. Und dann geht der Herbst. Und dann sieht man plötzlich im Hintergrund auch noch ein weiteres kleines Gebäude. Guckt ihr, seht ihr das? Dahinter im Hintergrund. Hier vorne ein Silo. Und dahinter steht ein rotes Gebäude. Und das könnte eventuell tatsächlich irgendwo hier die Ecke sein. Ich weiß es nicht genau, ich bin mal gespannt. Aber es sieht einfach sehr vielversprechend aus und vor allem auch sehr, sehr schön gemacht. Und auch hier, ne, ganz klar, das ist der Frühjahr, der Herbst und dann haben wir den Winter. Und auch hier wieder Dach auf den Dächern. Ich bin mal wirklich gespannt, wie weit das umgesetzt wird. Aber da es ja in-game LS22 ist, gehe ich davon aus, dass wir dann in einem komplett fertig erstellten Spiel uns darüber freuen dürfen, dass wir zum Beispiel Schnee auf den Dächern haben. Und wie gesagt, vielleicht sogar auf den Traktoren. Mehr gibt es da aber ist auch nicht zu sehen. Da hinten ist ein Feld zu sehen. Aber noch keine Andeutungen von irgendwelchen Traktoren oder so. Weil da bin ich ja noch richtig gehypt, was da so alles kommen wird. Ne? So von Fendt, John Deere, Klaas, MF. Was ist alles mit dabei, Leute? Ich freue mich wirklich mega drauf. Und ja, das waren jetzt 12 Bilder an einem Stück aus drei verschiedenen Ansichten zum Farming Simulator 22. Ich hoffe, es hat euch gefallen und natürlich freue ich mich darüber, wenn ich euch im nächsten Infovideo wieder begrüßen darf. Natürlich gehen die Q&As auch weiter, also wenn ihr Fragen habt, nutzt gerne die Kommentarfunktion bei den Q&As. Hier dürft ihr natürlich auch gerne die Kommentarfunktion nutzen, eure Fragen freien Lauf lassen und einfach mal was zum Video, zu den Screenshots und zu den Jahreszeiten sagen. Und vielleicht habt ihr noch die eine oder andere Frage, die ich euch direkt mit beantworten kann. Meine Freunde, ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe persönlich wirklich, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos gerne und auch natürlich in einem weiteren Livestream. Ich wünsche euch bis dahin noch eine schöne restliche Woche und ja, habt einen schönen Vatertag, wenn ihr euch das jetzt gerade in dem 12.05. anschaut. Ansonsten nachträglich alles Gute zum Vatertag an alle Väter da draußen. Ich bedanke mich, Leute. Schön, dass ihr da mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Tüdelü und tschüss.